Es ist ganz lustig, also in dieser hybriden Sitzung jetzt einen Pult zu haben. Das ist also was ganz Besonderes, weil man eigentlich einen Raum hat. Ja? Also wenn ich die Möglichkeit habe, den ganzen Raum durchzuspazieren. Und ich habe Schenkel auf dem Pult. Das ist fast wie beim Zoom, nur dass es tatsächlich in 3D noch eine Möglichkeit gibt und so weiter. Aber wir sind, glaube ich, alle dabei, das zu entdecken, was auch diese hybriden Formate können, wo wir uns aufstellen mit diesen Ansätzen, mit den Methoden. Aber wir wollen eigentlich ja in das andere Thema hineinspringen, nämlich wir kommen tatsächlich von der Seite, die manchen sehr reizvoll erscheint, weil da manchmal das dicke Geld liegt, und anderen sehr gefährlich erscheint, weil da das dicke Geld liegt. Also insofern, aber manchmal ist es auch gar nicht so dicke, es ist halt vielleicht nur bezahlt. Die Einladung war ja eine Minute, kurz was zu sagen, wo kommt der Herr oder die Dame eigentlich her. Bei mir gibt es ein paar kleine Stationen. Die eine heißt sogar zufällig Volkswagen, weil ich nach der Promotion bei Volkswagen eine Corporate University mit aufgebaut habe, die Auto-Uni, Volkswagen Auto-Uni. Und die war irgendwie anders als andere Corporate Universities, weil Corporate Universities könnte auch sein, der Bildungsbereich, der Trainingsbereich, das kann auch Corporate University heißen. Es muss nicht immer einen universitären Anspruch haben, den wir damals aber mit eingebaut haben, mit unglaublich vielen Kooperationen mit anderen Hochschulen oder international. Mich hat es in dem Bereich gehalten. Ich bin dann zwar die Branche gewechselt, von Auto zur Finanz. Und habe dann die erste School of Banking and Finance in Wien und Osteuropa gegründet für eine Bank der Größe der Commerzbank, die wir von niemand kennt. Und habe dort Ähnliches versucht, auch wieder mit Einrichtungen aus der Umgebung den Austausch herzustellen zwischen dem, was bei den Firmen gebraucht wird, in diesem Fall bei den Banken und den Tochterbanken, und bei dem, was bei den Denkenden und bei den Lehrenden quasi in den Schubladen liegt. Und das Interessante ist, dass man sogar Vorbereitungen treffen kann auf gemeinsame Masterprogramme. Also wir haben ein Trainee-Programm dort aufgestellt, wo jeder Trainee 15 ECTS-Credits nach seinem Bachelorstudium bekommen hat von den teilnehmenden operierenden Hochschulen und hätte darauf aufbauen, noch einen Masterabschluss machen. Das haben auch einige gemacht, aber wir wollten nur das ein bisschen anteasern. Es ging ja nicht darum, dass wir den Abschluss da geben. Ich habe mich ein bisschen in dem Bereich gehalten und aktuell bereiten wir jetzt so ein VHB, heißt Virtuelle Hochschule Bayern, Campenlied in Bayern, im schönen Allgäu, wo wir gelegentlich digitale Formate zusammenbauen, in diesem Fall. Ein Programm für Corporate Digital Learning, um auch da mal zu sehen, was tut sich da eigentlich alles neben dem, was früher das Bestellwesen von Trainingsmaßnahmen war. Ja, was ist da eigentlich dran? Jetzt habe ich hier sogar eine Fernbedienung und die klappt auch. Also ich habe vor, ganz kurz drei Aspekte einzubringen. Zum einen, was wir ja gerade schon auch uns angesehen haben, welche Heterogenität liegt da eigentlich in der aktuellen Bildung, die Entwettung, die stattgefunden hat und im Digitalen noch viel schlimmer ist oder noch viel stärker, gar nicht so schlimm. Dann ein kurzes Schlaglicht auf Kompetenzen. Was ist das eigentlich und warum sind die vielleicht so interessant? Und das ergibt sich vielleicht auch gerade für Geisteswissenschaftler daraus als Perspektive, mit diesem neuen Berufsfeld auch im Learning umzugehen. Bildung, ja, hier ist mal so ein Bild aus 1910, wie die Zukunft, wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat. Ungefähr so ist es ja geworden. Also wir laufen durch die Schulen und dann geht es mit Maske ins Studium und dann wartet doch da der Beruf. So ungefähr ist das auch. Und wenn man sich das Bild genau ansieht, und das liegt schon ein bisschen zurück, aber das wird teilweise als Teamwork in New Work ja so ähnlich wieder aufgebaut. Wir haben uns das heute gerade angesehen. Nur, dass da nicht so viel Steckarbeit ist, sondern da sitzt man eher und unterhält sich. Das ist kommunikativer geworden, aber dass alle in einem Raum drin sind, das ist schon wieder in. Stattdessen haben wir also vielleicht eher eine andere Erwartung, was da auf uns zukommt. Wird uns ja erzählt, der Job wird ins Virtuelle getragen. Oder es kommen diese Erlebnisinseln, die neuen Wohnmöbel oder die Roboter bringen uns die Arbeit an oder womöglich machen die Roboter die ganze Arbeit allein. Wer weiß, was da alles kommt. Aber wenn sich das alles so ändert, ja, wie passt das denn mit den Bildern, die wir davor hatten, mit der Schule und mit dem Studium?
wo führt denn das hin? Ist denn das auch der Beruf, der da ausgebildet wird? Kommen wir mit den Bildungseinrichtungen dann auch hin in die Berufe, wo wir eigentlich später auch mal landen? Egal, welche das sind, ob das jetzt die Freiwirtschaft ist oder ob das Staatsbetriebe sind oder wer auch immer einem da füttert. Haben wir also gemerkt, wir Einzelnen haben gemerkt, das haut nicht mehr so hin, ich kriege nicht alles dort, wo es mir gesagt wird. Also, ja, wo lerne ich heute? Jedes Jahr macht sich Jane Hart Gedanken darüber, wie die Menschen, die sie fragt, lernen. Und da kommt im Ranking was ganz Lustiges raus. Gelernt wird bei YouTube. Ja klar, wenn ich also meinen Scheinwerfer im Auto austauschen möchte, dann fahre ich auch nicht den Werkstattchef. Viel zu teuer, dann gehe ich ins YouTube und mache das alles hinterher. Und erst wenn es schief geht, dann fahre ich den Werkstattchef. Oder bei Google, da finde ich das Ganze. Bei LinkedIn mittlerweile, LinkedIn Learning, ein Riesenkanal, für 200 Euro gibt es Kompetenzen noch und nöcher im Angebot. Also es gibt sehr, sehr viele digitale Quellen, wo man Content, Informationen bekommen kann, um daraus Wissen aufzubauen. Die Lücke, die irgendwie entstanden ist, wird also digital gefüllt. Und das geht das ganze Leben lang so weiter, scheint es. Ne? Also ist die Frage, müssen wir mehr im Digitalen ersetzen, weil die Bildungslandschaft längere Zeit braucht, um sich zu adaptieren? Oder wohin entwickelt sich das Ganze denn? Und ich glaube, dass also aus der Firmenperspektive ist ein Begriff in den Mittelpunkt geraten, den haben wir heute auch schon kurz gehört, und das ist der Begriff von Kompetenzen. Was auch immer Kompetenzen sind. Man fühlt sich kompetent, wenn man irgendwas kann. Aha, können ist vielleicht etwas, was damit zusammenhängt. Man fühlt sich kompetent, wenn man etwas weiß. Aha, der weiß was. Wissen, können, machen. Das sind so Bereiche, die sind teilweise unpräzise formuliert und deshalb auch so schwer umzusetzen und werden deshalb so häufig auch wieder unternommen in Firmen. Aber am Ende geht es darum, kann jemand etwas, was andere brauchen? Und diese Kompetenzen zu definieren, ist ein schönes Unterfangen, weil es eine schöne Schnittstelle herstellt für nicht nur Hochschulen in Bezug auf die Arbeitswelt, sondern auch innerhalb eines Berufslebens, innerhalb einer Firma, die Möglichkeiten, mit denen ich im Job aktiv sein kann. Das ist eine unglaublich wichtige Währung quasi. Was sind denn Kompetenzen? Ja, es ist uralt, 80er Jahre, Bojatzis macht sich Gedanken darum, was könnte das für Kompetenzen sein? Also irgendetwas, was andere sehen. Wenn es andere sehen, hingekommen sein, von innen heraus. Also ich muss es wollen, ich muss es lernen, ich muss es zeigen, es muss zu mir passen und dann tue ich das auch. Dann wird es sichtbar, dass ich da etwas kann. Und umgekehrt, warum ist es für die Außenwelt interessant? Weil es in einen internationalen Rahmen hineinpasst und weil dieser Rahmen es abruft. Es ist erwünscht, dass Studierende die Kompetenz haben, Bücher zu lesen beispielsweise. Das ist erwünscht. Nicht nur das, es sind aufbauende Kompetenzen, die dann Stück für Stück angefüttert werden. Das heißt, es gibt also auch eine Stufigkeit. Ja? Und man kann es grob vielleicht in zwei große Teile runterbrechen. Einmal das Thema Wissen und einmal das Thema Fähigkeit, Fertigkeit. Ich weiß grundsätzlich, worum es geht, aber ich kann es noch nicht. Das ist die halbe Strecke und ich weiß es und ich kann damit noch was machen. Das ist eine viel längere Strecke. Und was wir schon ahnen ist, das hält nicht ewig. Sowohl bei den älteren Kandidaten, ich weiß, wovon ich rede, da geht der eine auch den Gedanken schon verloren, da weiß man dann nicht mehr, was das eigentlich, wie man das genau zusammengehalten hat, als auch im Können geht man sowas verloren. Das heißt, wenn man über Kompetenz spricht, auch in dieser Differenzierung, dann ist das ein temporäres Ereignis. Das ist was anderes offenbar als ein Bachelor oder als ein Master. Das gibt es mal mehr, mal weniger. Wenn ich es nicht pflege, dann geht vielleicht die Kompetenz auf jeden Fall noch. Das ist so wichtig, über Kompetenzen sich überhaupt im Berufsleben Gedanken zu machen, weil wir nicht, meistens nicht dafür bezahlt werden, dass wir nur da sind, sondern wir sollen irgendetwas im Sinne des Unternehmens tun, im Sinne der Organisation. Dieser Sinn, das ist das, was von Bojatzis von außen nach innen kommt, kann bis auf Kompetenzen runtergebrochen werden. Das heißt, ich bin eigentlich eine Handvoll von Kompetenzen und bin austauschbar für eine Firma. Glücklicherweise, weil dann wer anders einspringen kann, wenn ich, was weiß ich, Lotto gewinne oder andere negative Erscheinungen habe.
Das heißt, diese Kompetenzen, die Kompetenzen modelliert sind, ist von Organisation zu Organisation zwar unterschiedlich, aber es erfüllt immer denselben Zweck. Ich kann damit Einzelne entwickeln, ich kann damit im HR-Bereich nach neuen Kompetenzträgern suchen und ich kann natürlich auch die gesamte Organisation darauf designen. Ich kann sehen, wie weit sind die Kompetenzen noch vorhanden oder welche fehlen denn noch. Ich kann also wirklich damit arbeiten. Das ist eine ganz tolle Währung. Das ist dieselbe Währung, die wir auch schon haben. Passt. Wir sind oft schon zufrieden, wenn das Wissen da ist. Und mit dem Können, das ist so eine Sache, können wir eigentlich sagen, ob jemand das kann? Da würden manche Firmen sagen, wir hatten gerade den Impuls, wie viel von dem, was ich an den Hochschulen mitnehme, wird dann auch wirklich im Berufsleben gebraucht, abgerufen? Ja, das ist genau das Thema. Also ist das, kann ich das rüberrennen? Und da sind wir für eine kleine Schwäche von uns Hochschulen, wir sind in der Lage, kognitiv Fähigkeiten zu stärken. Also das können wir auch nachweisen. Ja? Also kognitiv können wir richtig was. Also hoffentlich alle, die jemals da waren. Aber das in praktische Fähigkeiten umzumünzen, das ist ein großes Fragezeichen. Und da sagen manche Firmen eben, nee, natürlich nicht. Da müssen wir jetzt erstmal richtig starten. Tut mir leid, ihr habt also eine ganze Menge von ausgebildet, richtig schöne Studierende mit faszinierenden Fragen und Problembewusstsein hier durch die Hochschule laufen lassen. Aber wenn die bei uns anfangen, dann müssen wir erstmal richtig loslegen und von Anfang an. Schlimmes Resultat. Das führt dazu, dass natürlich die gesellschaftlichen Bestrebungen da sind, sich über bestimmte Kompetenzen zu einigen und zu sagen, ja, wenn du es vielleicht nicht an den Hochschulen oder im Internet bekommen hast, vielleicht gibt es so ein paar Kompetenzkataloge, über die wir uns einigen können. Digitalisierung, ein Riesenkatalog, den die EU vorbereitet hat, sehr schönes Ding. Aber es gibt nicht nur die Digitalkompetenzen, sondern es gibt lustigerweise auch Kompetenzmodelle, die auf diesem europäischen Rahmen entwickelt wurden, für Nachhaltigkeit, für auch die Frage, wie kann man eigentlich lehren, ja, also wie die Kehrseite quasi aussieht, unterschiedliche Ansätze dazu, die durchaus lohnenswert wären. Das heißt, die Kompetenzen scheinen mir jedenfalls was Wichtiges zu sein, um hier voranzukommen. Und Kompetenzen gibt es nicht nur in 0 und 1, sondern in Abstufungen. Da gibt es die Amateure, da gibt es die so ein bisschen mitschwimmen, die Fortgeschrittenen und die Profis. Offensichtlich, das ist nicht gänzlich neu, aber wir spielen es nicht so. Wir scheinen an den Hochschulen nicht darauf vorzubereitet zu sein, dass jemand auch völlig froh ist in einem kleinen Teilbereich, was weiß ich, klassische englische Literatur im 11. Jahrhundert, mit der Fähigkeit auf dem Level eines Amateurs ausgehen zu wollen. Sondern wir meinen, wenn wir jetzt als Lehrende dort aktiv sind, aber die müssen doch eigentlich alle ganz oben landen, ja, so auf meiner Forschungslinie. Und die Frage ist halt, wie kriegen wir diesen Spagat hin, dass wir an den Unis an der oberen Kante segeln und dass aber manche unten runter sagen, da will ich gar nicht hin. Also wie kriegen wir diesen Spagat hin? Es hat natürlich Einzug gefunden, die Kompetenzorientierung, hier ist 2014, die Orientierung ist da 2014 sichtbar geworden und ist natürlich viel stärker geworden seither. Und umgekehrt in der Arbeitswelt ist es seit langer, langer Zeit drin. Es führt also zu der Frage, was liefern die einen, was suchen die anderen? Was sucht die Wirtschaft? Weltweit das Survey 2018 von QS, einem britischen Survey-Institut, findet heraus, was sind so die größten global nachgefragten Fähigkeiten. Und da steht interessanterweise Problem-Solving, Teamwork, Communication, das sind alles keine richtig technischen. Ja, interessant. Also es sind so zwischenmenschliche Sachen. Wo lernt man die denn wohl in der Hochschule? Aber bevor wir uns das fragen, ist vielleicht das Gegenbild. Was meinen denn Absolventen, welche Kompetenzen relevant sind? Und da meinen die Absolventen, die Kreativität ist ganz vorne und sich zu organisieren ist ganz vorne. Und dann erst Problem Solving. Immerhin. Also Probleme zu lösen ist auch schon mal was. Das heißt, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Einschätzung, die Studierende haben, Absolventen in Bezug auf das Arbeitsleben und des Arbeitslebens in Bezug auf das, was wirklich gebraucht wird. Jetzt wäre also für uns sicherlich eine Einladung, als Hochschullehrer ab und zu darüber nachzudenken, können wir da vielleicht mehr in die eine Richtung reingeben, wenn es nicht wehtut.
Diejenigen, die es auffangen, haben komische Namen. Corporate Learning, Corporate University, Learning and Development, Trainingbereiche, wie auch immer sie sich nennen. Die sitzen in den Firmen und sind um diese Kompetenzen herum gestrickt und versuchen herauszufinden, wie viele Kompetenzen müssen noch weiter aufgebaut oder entwickelt werden. Und das, was klassischerweise im Training lief, lange Jahre, ist der Fokus auf die Einzelnen. Dass man gesagt hat, ihr könnt das nicht, wir müssen eine Lücke füllen und deshalb sind wir schon gut, wenn wir das für alle hinkriegen. Was einige gemerkt haben, ist, wir können noch viel mehr. Manche Corporate Learning-Bereiche können beispielsweise die gesamte Organisation auf ein höheres Niveau bringen. Und zwar nicht durch Compliance-Tests, ja, sondern dadurch, dass man Initiativen, Kulturinitiativen, beispielsweise strategische Initiativen über diese Bildungsarme lenkt und dadurch eine viel stärkere Unterfütterung auch nicht nur im Wissen, auch im Können. Und nicht zuletzt, das ist dann der größte Schritt, den man hier erreichen kann, wenn man in der Lage ist, einen ganzen Sektor mit zu beeinflussen. Siemens beispielsweise in seine Produkte ein Training hineinliegt, was aber nicht heißt, du darfst die Maschine nur folgendermaßen bedienen, sondern wenn es darum geht, mit welcher Mentalität gehe ich an bestimmte Produktentwicklung heran, dann verändere ich damit den Markt ein Stück weit. Ja? Das heißt, die Möglichkeit, über Bildungsinitiativen, über Bildungsstrukturen Systeme zu verändern, die wird von Corporate Learning vielleicht stärker sogar noch wahrgenommen, als wir es im Hochschulbereich gerade sind. Wir haben also im Corporate-Bereich eine riesen Spannung zwischen so einem an der linken Seite, General Electric, ein berühmter Campus in der Nähe von New York, Cromville, wo die Manager von GE reinweise alle reinfahren und dann mit dem CEO Kaffee trinken und gefragt werden, wie hältst du es denn mit der Führung? Und weil man vor Ort ist, also hier ganz klar Präsenz lernen, passiert sehr viel. Ja, passiert sehr viel zwischenmenschlich auch und die Leute entdecken sich in ihrer Rolle als potenzielle Führungskräfte, in welcher Stufe das geht, ist ja. Auf der anderen Seite des Spektrums, reine digitale Lehre, eine Akademie, die digitale Akademie für Zwischenmenschliches, wenn man so möchte. Die Burson Academy, die viele Themen zusammengebunden hat, die für Personalmanager relevant ist. Es gibt ähnliche in anderen Bereichen, es gibt so ein bisschen was im Risikomanagement, in manchen Fachfunktionen gibt es solche Academies. Und die dadurch funktionieren, dass sich Communities digital treffen, ihre Probleme dort auf den Tisch legen und entlang der Probleme dann Lösungen finden. Mit Beihilfe von erfahreneren Experten, sage ich mal. Also die Hochschulen sind da raus an der Stelle, haben diesen Zug noch nicht komplett losgeschickt. Also dieses Spektrum wird abgerufen. Komplette Präsenz, komplett digital und alles, was dazwischen ist. Und es wird nicht alles selbst gemacht, sondern es gibt einen Markt dafür. Wo wollen wir sein als Hochschule auf dem Markt? Ein Statement, was im Corporate Learning passiert ist, ist, es geht viel weniger Wissen, darum, dass es geht. Es ist viel mehr die Frage, kann ich? Und was kann ich denn? Hauptsächlich, das ist ein Riesentrend im gesamten Arbeitsleben, das spüren wir überall. Es wird sozialer, kann ich also mit anderen Menschen umgehen und wie weit kann ich das? Und da jetzt das Learning, also den Versuch von New Learning oder neuen anderen Lernformen einzubinden, kann auch heißen, wir haben neue Rollen, die vor allem zwischen das Material und die Lerner gehen. Und das sind reichliche, ja? Also das sind Kuratoren, die mal Content zusammenstellen, toller Job für Geisteswissenschaftler, kann man sehr kreativ werden, Dramaturgen, was man schon sagt, versuchen, ein Erlebnis zu provozieren, was vielleicht gar nie in dem Material drin war. Storyteller, die mir überhaupt einen Horizont aufbauen, mit dem ich dann Material ganz anders überhaupt sehen kann und auch verbinden kann. Mentoren, die das Ganze begleiten. Aber es sind nicht nur die Geisteswissenschaftler, wir haben auch Digitalisierung als Stichwort. Wir haben natürlich Programmierer an der Ecke. Künftig wird ja wohl jeder von uns oder jeder von denen, die nach uns kommen, werden doch alle programmieren. Irgendwie, so ein bisschen, oder? Also wenn das so ist, dann braucht man für die natürlich auch Jobs. Und die Jobs werden da sein. Also wird es User-Interface-Design ergeben, es wird Learning-Technologies-Manager geben, es wird also sehr viel auch in diesem technischen Bereich geben, der dann aber gar nicht mehr so technisch aussieht.
Da ist also Platz. Einzelne haben ihre Rolle. Und die provokante Frage ist natürlich, was ist denn mit den Hochschulen? Was ist mit den Organisationen? Wo bleiben die denn? Und da würde ich gerne etwas entlehnen aus von den Briten, die so eine interessante Bildungseinrichtung geschaffen haben, wie Oxford, wie Cambridge, wie Durham, wo es ein Mix, oder auch École Nationale Supérieure in Frankreich ähnlich, wo es ein Mix gibt von eigenständigen Bildungseinrichtungen wie Hochschulen, wie Universitäten und eher mentororientierten Bildungsanstalten wie den Colleges in Paris. Das heißt, was dort passiert, ist ein Gefäß, was im Wesentlichen Wissen bereitstellt, so wie wir es kennen, Universitäten. Und ein zweites Gefäß, was dieses Wissen reflektiert, aber nicht im Rahmen von Tutorien oder von Ad-Hoc-Seminaren, sondern abends vom Essen mit dem Professor in dem Gebiet an meinem College. Ja. Ob ich das bei Trinity College mache oder King's College, ist am Ende egal. Da gibt es überall jemanden, der sich entweder mit der Geschichte auskennt oder mit der Biologie oder dergleichen. Aber ich habe einen Mix zwischen einem Kollegen, der die Biologie-Vorlesung hält, und fünf andere in den Colleges, die mit den Studierenden darüber sprechen. Das heißt, diese Verbindung ist eine, die Docsbridge berühmt gemacht hat. Und wir haben eine Riesenchance vor uns. Wir können das im Digitalen mit einem Schnitt auch machen. Wir können doch ohne weiteres sagen, wir haben einen Content, den wir digital zur Verfügung stellen. Und wir brauchen jetzt mehr von den ehemals nur Lehrenden, die in die Interaktion gehen, die mit den Studierenden diskutieren, die darauf hinführen, welche Skills, welche Fähigkeiten sind es denn, die sie haben wollen? Welche sind es denn, die sie auch können? Muss ich die über Gebühr weiterentwickeln? Worin geht es denn auf der einen Seite? Also die College University im Digitalen ist, glaube ich, leicht abbildbar. Auf der anderen Seite können wir durchaus etwas anderes noch einbauen. Das ist die Frage, was treibt denn eigentlich den Wunsch, bestimmte Fähigkeiten zu erwerben? Und da hatte ich das große Geld schon am Anfang geäußert. Also manche möchten natürlich einen Job haben. Und warum sollte nicht der Job das Recht haben, Fragestellungen in diese Bildungsarchitektur hinein zu formulieren, sodass es Praxisfragen sind. Wie sieht die Vertriebsstrategie für Firma XY in Ruanda aus? Die weiß ich selber aktuell nicht. Also keine Prüfungsfrage, sondern es ist eine Frage für die offen. Und warum sollten nicht Studierende im Marketing sich darüber Gedanken machen? Oder wie sollte der Prüfungsplan oder wie sollte der Lehrplan für Deutsch als Fremdsprache in Tunesien aussehen? Vielleicht gibt es da noch Bedarf. Ja? Einfach, dass man sich überlegt, wer könnte reizvolle Fragen stellen, die aus dem Wissen auch ein Können produzieren. Und wir haben einen besonderen Auftraggeber, das ist die Forschung. Die möchte natürlich aus der Universität die besten und brillantesten Köpfe, deren Kompetenz es ist, kognitive Meisterleistungen auf die Reise zu bringen, die möchten natürlich auch ihre Fragen stellen. Das heißt, ich glaube, dass die Universität sich ein bisschen überlegen muss, wo will sie eigentlich hin, und hat damit ein reichliches Feld. Kurz zusammengefasst, ich glaube also, Learning Experience steht im Mittelpunkt. Ja, wie kriegen wir es hin, dass wir sowohl digital als auch im Präsenten einen Unterschied für Lernende aufbauen. Was viel Interaktion heißt, aber auch bei Nicht-Interaktion heißt, dass es reizvoll sein muss, dass es irgendwie lecker ist. Ja, das ist der Fisch muss den Wurm schmecken oder andersrum. Ne? Also der Wurm muss den Fisch schmecken. Die Rolle der Lehrenden ist eine andere. Was lernen wir eigentlich? Sind wir, Frau Schönau, Sie hat es gerade auch so wieder gesagt, also wir möchten natürlich das Thema, dass das wie unser einziges und wesentliches, das ist es doch, aber es will ja auch transportiert werden. Also wie können wir Wege finden, dass wir alleine durch unsere Begeisterung am Thema oder mit faszinierenden Formen einen Weg finden in interessierte andere. Und dann ist natürlich die Frage für mich aus dem Corporate Learning-Bereich, wo ist eigentlich, wo fängt es an, wo hört es auf? Wer ist Besteller, wer ist Lieferant? Warum stellt die Hochschule in den Firmen mehr Praxisfragen oder mehr Know-how, mehr Zielvorstellung? Warum findet ein Dialog nicht auch enger statt?
ohne dass er, das ist überbordet. Ja? Ich möchte nicht irgendwie ein Label, was ist das, aber da die Adidas Stadion oder so bestimmt, ne? Das ist so die Adidas Uni oder sowas hätte. Und das ist dann eben keine Corporate University, sondern das wäre die Adidas Uni at Rupp. Also das würde mir nicht gefallen. Ja? Aber zu sehen, wie man diese Brücke hinterher schlagen kann, das könnte ich mir doch als Reiz vorstellen. Und das heißt, gleiche Frage, wie Frau Zornhausen stellte, wie positionieren wir uns als Hochschulen? Wo, wie hätten wir es denn gern? Sind wir in der Forschungsecke? Sind wir in der Anwendungsecke? Sind wir in der Lehrecke? Sind wir in allen Ecken? Sind es überhaupt Ecken? Also wo wollen wir hin? Und mit welchen Vehikeln schaffen wir das? Wie kriegen wir die Kompetenzen aufgebaut, die dann von den die Organisationen, die unsere Studierende als nächste betreten oder besuchen, die dann die Strecke kürzer hinbekommen. Ich hoffe, das ist ein kleiner, provokanter Aufwecker für die zweite Stunde und bin gespannt auf die Diskussion.